und sagt, das war und das war und das war und das war, sondern dass man sie fragt, was wolltet ihr wissen? Was macht er am Tage? Wo fährt er hin? Mit wem verabredet er sich? Welche Ausgaben hat er? Was kauft er sich? Was schafft er sich an? Das wussten wir alles. Wenn Sie dich von Haus aus schon auf den Zettel haben und du benimmst, fährst dann auch noch mit so einer Karre da durch die Gegend und so. Dann darf man sich nicht wundern, wenn man irgendwann auf dem Zettel von der Polizei steht. Jeder wusste, was Blackie macht. Es war nur eine Frage der Zeit. Ich habe ihm damals schon gesagt, nimm Gas weg, du gibst zu viel Gas. Ach was, die können mir in meinen Arsch lecken. Und das war das Problem. Ne? Er wurde zu übermütig nachher. Das war ein sehr großer Deal. Da waren insgesamt 4 Clubs dran beteiligt. Das heißt, die Ware wird durch 4 gegangen. Mengenmäßig war das so, dass man dafür ja, so einen kleinen Laster brauchte schon. Ne? Ich wollte mit dem Zeug gar nicht in Verbindung kommen, weil ich wusste ja, dass ich in der Beschattung war. Also ich bin eigentlich der Meinung gewesen, ich fahre rüber, regel das mit und fahre so wieder zurück. Und dann machen die ihr Ding da alleine. So, und dann plötzlich wurden da, ich glaube 120 oder 130 Kilo, ja irgendwie sowas, plötzlich auf der Straße übergeben. Ich war völlig baff. Wir sind mit 2 Autos da gewesen, der Kurier hinten mit dem Auto und wir vorne. Und ich gucke ins Spiegel und sehe, wie die Säcke umladen. Ich denke, da kann ich angehen. Also das war für mich nicht geplant. In Stettin ins teuerste Hotel gegangen, das war damals, glaube ich, Radisson oder so. Und dann habe ich mit ihnen klar gemacht, dass die praktisch das eingraben drüben, das verstecken, weil wir waren ja unter Sicht, wir waren ja auch auf Polizeisicht. Die sollten das vergraben, verstecken und wieder zurückkommen. Von dem Kurier noch angerufen, herzlichen Glückwunsch, schönen Geburtstag, mein Schatz. So, die wurde abgehört, ist doch klar. Das war der Schlüssel dazu, überhaupt festzustellen, wo das Auto steht und im Endeffekt später die Sachen sicherzustellen. Ich denke mal, ohne dieses Telefongespräch hätten wir vielleicht ein bisschen alt ausgesehen. Als ich hörte, dass in Polen in dem Fahrzeug 100 Kilo Kokain sichergestellt worden sein sollten, habe ich das überhaupt nicht geglaubt. Das war für mich, nicht vorstellbar zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja 2-3 Mal nachgefragt, ob das denn auch stimmt. Man macht eine Einsatzplanung, man legt eine Zeit fest, es werden die Kräfte zusammengestellt. Ja. Am Tag X geht's dann, sagen wir jetzt, was weiß ich, morgens um 7, 8, 6 Uhr los. Und dann werden von den Einsatzkräften die einzelnen Objekte abgearbeitet. Die Personen festgenommen, die Wohnungen durchsucht. Es ist klar, das ist im Grunde ein Volltreffer. Ja, hier war ein Wall und hier stand ich mit dem Wagen.
Ja, da habe ich da um die Ecke geguckt und habe gesehen, dass da drüben im Wald ein Auto stand. Ne? Und dann habe ich natürlich gleich gewusst, dass das die Polizei war. Ne? Ja. Bin hoch zum Schuppen gegangen, habe ein Kilo Koks rausgeholt und habe 450.000 Mark hier aus dem Sandhaufen rausgeholt. Und bin dann hier zum Wall gegangen und habe die Pistole rausgeholt. Und bin dann wieder zum Wagen und bin dann langsam hier rumgefahren. Und wie ich eben bei diesem, ich habe den Wagen ja vorher im Wald gesehen da drüben, und wie ich eben hier rumgefahren bin, waren die schon hinter mir her. Und dann bin ich querfeld eingefahren, über die Felder und alles und in den Wald. Und wie ich aus dem Wald wieder raus war, da habe ich die Sachen versteckt, da war der Hubschrauber in der Luft. Und dann bin ich nachher in Walsrode rausgekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich habe den Polizeifunk immer mitgehört und irgendwann merkte ich, die Aktivitäten werden mehr. So, und dann habe ich erstmal das Erste, was ich gemacht habe, das Auto erstmal vollgetankt. Und bin praktisch immer Straßen gefahren, wo ich wusste, da kann es Gas geben, die ich kannte. Und dann bin ich nach Barmbek, und nach Barmbek kenne ich ja gut. So, und dann habe ich irgendwann gehört, dass der Zugriff gemacht werden sollte. Und dann bin ich direkt abgebogen in so eine kleine Straße rein. Und da wusste ich, die können nicht alle da rein, das ist wie so ein Flaschenhals. Und auch hinten dicht machen ist schwer. Und hat das Ding natürlich getreten. Und ich habe ja auch ihren Funk mitgekriegt. Ja, der zieht hier weg, scheiße, der kommt hier gegen. Ich habe das alles mitgekriegt. Ne? Und dann musste ich rechts abbiegen, die Ampel rot. Und nicht nur die Ampel rot, an der Seite so eine Gitter, du kommst nicht über den Fußweg. Und links parkende Auto, ich wäre nicht weggekommen. Und dann habe ich nur immer Schalt um, Schalt um. Und dann schalte die Ampel um und ich knack um die Ecke, bin ich durch den Stadtpark durchgerutscht. Und dann gibt es eine Straße, da bin ich drüber geflogen. Weil ich so schnell beschleunigt hatte, da bin ich über 200, glaube ich, gewesen. Da hat das Auto abgehoben. Wenn du jetzt über die Straße fährst, macht das so einen ganz leichten Hocker. Ne? Aber damals hat er so abheben, ich denke, scheiße, puff, aufgesetzt und dann war ich auch weg. Zwei, drei Leute waren an ihm dran. Aber ehe sie realisiert hatten, dass er weg war, war eben auch schon uneinholbar weg. Ausweis gehabt, kolumbianischen Reisepass, kolumbianischen Waffenschein, ich habe alles gehabt. Bodyguards waren da, Hausmädchen waren da, Köchin war da, alles war da. Wir haben ein bisschen größer gewohnt und das hat ungefähr gekostet 5.000. Dann kam dazu das Hausmädchen, ist nicht so teuer, 100, 150 im Monat. Die Köchin, auch dasselbe. Bodyguards sind ein bisschen teurer. Das heißt, ein stehender Unkostenblock von 15.000 Mark, dann war nur der Unkostenblock. Das musste jeden Monat da sein. Wir machen eine kleine Besichtigungstour hier. Unser Domizil hier. Das ist mehr so eine Zwergenbude. Ist wieder ein Chicken Brain, hat natürlich wieder ein paar Biere in den Tiefkühler gepackt. Das heißt, die Korken sind hochgegangen. Ja, das ist die Besichtigungstour. Lecker Bad. Mit Dusche. Hier ist die Bananasuite. Hier geht's direkt in die Bananasuite.
du musst diese Frau picken heute. Hello, Miki. Hello, Miki. I'm dancing. I'm dancing. And later.